Wir alle haben schon in einer Unterwasserbase gebaut. Und nicht nur das, wir alle hatten auch schon ein Floß. Dachten, wir wären auf dem Ozean sicher, wurden geraidet und haben uns dann eine fliegende Quetzelbase gebaut. Doch was macht man, wenn auch die gefunden wird? Was kommt danach? Der gute alte Charaktereditor. Was auch immer man vorhat, der kommt zuerst. Und direkt danach der Note Run auf the Island. Okay, ich muss ein bisschen Power leveln. Okay, ich habe die Notes. Dann crafte ich jetzt. Indie Forge habe ich schon mal. Das ist huge. Und da ist Level 100. Und Level 100 brauchte ich, denn ich hatte heute einen Plan. Strong. Damit bin ich mit Island erstmal durch. Und als nächstes ging es für mich natürlich nach Genesis 2. Eine Starterbase hochziehen. Und dort würde ich dazu noch ein paar interessante Entdeckungen machen. Ich suche mir mal eine abgelegene Ecke, wo ich mal ein paar Öfen laufen lassen kann. Und ich glaube, ich habe gerade per Zufall genau das richtige Versteck gefunden. Gut, ich brauche Foundations. Oh, was? Da steht was. Hier? Ja. Diese Mesh. Als erstes brauche ich natürlich einen Base-Spot. Am besten etwas versteckt. Abseits vom Trubel. Und auf den ersten Blick nicht sichtbar. Hier gibt es doch safe noch was. Da war was. Hier habe ich schon mal Metal. Guck mal, hier war eine Base. Da steht auch noch was. Ziehen wir erstmal meine an den Start. Dann gucke ich mir das direkt mal an. Zack, zack, zack. Und diese Öfen produzieren jetzt so schnell Metal wie eine fucking Indie Forge. Damit lässt es sich reinstarten. Sauber. Damit gehen die Narcotics ran. Und ich guck mal, dass ich zwei Armbrüste krieg. Und guck zum einen, was hier los war. Oh, da ist noch ein Stego. Wenn ich den... Hat der einen Sattel noch? Und der hat einen Sattel. Mehrere. Wir sind mehrere mit Sattel. Ich glaube, ich hole mir einen Thylakoleo. Ein Thylakoleo macht prozentualen Schaden durch Blutung. Damit kriege ich jeden Stego tot. Und vielleicht meinen ersten Sattel. Aber zuerst muss ich ein Rennen machen. Denn ich brauchte ein paar Hexagons für Cryopods. Zurück an meiner Base dauerte es nicht lange, bis ich meine erste große Entdeckung machen würde. Oh mein Gott. Was ist das? Hier ist ein Tech-Generator. Das Heavy kriegt mich irgendwie nicht. Ja, okay. Da habe ich mein erstes Raid-Ziel. Junge. Denn direkt über meiner Base, keine 20 Meter entfernt, stand ein kleiner Außenposten. Mein zweites Ziel. Doch zuerst wollte ich mir den Tüler holen. Hier ist ein Tüler. Ach, alles auch noch gespawnt jetzt. Ach, strong, Junge, strong. Ja, Junge. Lass es doch, was ist das denn? Das ist doch ein Schmutz, das ist doch ein... Nee, akzeptiere ich nicht. Nee, das ist doch ein Scherz, ihr Wichser. Ihr dummen Wichser, echt. Sehr gut, er hat ihn. Jawoll, ey. Da ist das Ding. Rein in den Cryo und ab meine Stego-Sättel holen. Okay, die Drops auf dem Server sind nicht geboostet. Das heißt, ich komme schwer an Blueprints. Deswegen wäre das als Free-Ticket absolut krass. Gib ihn dir, Bruder. Das kann trotzdem jetzt gut dauern. Down, Junge. Der hatte 200k HP. Ein Prim-Sattel. Oh mein Gott, ich kann es nicht nutzen. Ich kann es nicht nutzen, Digga. Okay, aber ich kill den anderen Stego auch. Vielleicht ist da auch Stuff drin. Während ich hier warte, gehe ich mir schon mal meinen ersten Stego holen. Denn hier war ein 15 Female. Und das eignet sich sehr gut zum Breeden. Licht. Und ein Cryo kaufen und Gasolin. Sehr, sehr gut. Dann crafte ich nochmal ein paar Narcotics. Und fange dann an, Gunpowder zu heizen. Und rein da. Sehr gut. Yes, baby, yes. Wenigstens das. So machen wir das doch einfach, oder nicht? Na, wer sagt's mal? Let's go. Oh, das gab schon mal Electronics. Und ein 200, ein Overcapped-Sattel. Oh mein Gott. Weg hier. Hoch damit.
Hoch damit. Die Sättel habe ich erstmal in den Upload geladen. Die brauche ich für später zum Raiden. Aber bevor wir dazu kommen, steht erst noch was anderes an. Gunpowder ist fertig. Es läuft wirklich alles geil. Es läuft alles ultra geil. T4. Zement. Polymer. Crystal. Crafted. 20 Poly. Und daraus mache ich 5 C4, wenn es klappt. Gut, dann lass es mich mal versuchen. Mal versuchen, den Schelm zu knacken. Okay. Turret down. Damit müsste ich den Laden wegzünden können. Oh. Bitte gib mir gute Muni. Ah, das gefällt mir nur so mittelgut. Hier ist auch noch ein Turret kaputt gegangen. Jawohl. Und an den komme ich nicht ran, weil ich das Engramm nicht habe. Aber ich kann auch den hier lernen. Und den da hinten. Hier sind ja noch mehr. Das ist gut. Hier ist astreiner Stoff, Junge. Mega gut. Direkter Triple. Ich habe noch ein bisschen Zement geholt und war dann bereit, um meine erste Mission abseits von Genesis 2 zu starten. Gut, ich lasse jetzt alles hier. In der Hoffnung, dass es keiner findet. Und gehe ganz schnell nach Crystal Island. Ich brauche eine Wyvern und mit der hole ich Poly. Und wenn es klappt, noch eine Archoplojera. Hab ich. Hab dich. Und die nehme ich mal mit. Rein ins Wasser, den Jürgen loslassen und schnell schwimmen. Und den Sam. Ich hole mir kurz einen Happen Poly. Gib gut, gib gut. Und da bin ich nämlich wieder auf Genesis. Und wenn es jetzt gut läuft, habe ich die Indie und sogar. Und sogar die erste Chembench. Generator, Kabel, da fehlt es dann an Metal, habe ich. Ein Outlet, das gehe ich aber sowas von hochladen. Das passiert den Besten. Zack. Hier ist noch ein Stego. Raus mit dir. Auf der Simi. Och nee. Shit, das ist übel. Oh oh, das ist übel. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Bitte lass mich. Oh mein Gott. Das mache ich mal anders und travel damit ab. Damit spawne ich dann auf Lost Island und ziehe mir meine Rüstung an. Und Alter, ist es dunkel. Und Alter, da ist ein Raptor. Dann kicke ich die Wyvern und fliege mal gucken. Lila Drop mit Ring. Nice. Komm, Junge. Jebaited. Sag mal deine Gefühle zu mir. Ja. Und Jebaited. Das ist ein roter. Jebaited. Level 20. Egal. Der ist dann zum Yeeten. Dann war das ein extrem erfolgreicher Run. Sehr gut. Ich kann mir Chitin wieder anziehen. Denn die Teile reagieren auf Chitin und lassen sich nicht zählen, wenn man Chitin-Rüstung anhat. Ich hoffe jetzt, grüner Obi ist safe. Scheint so. Dann lade ich den Laden hoch und wir sehen uns drüben. Ich war schon einige Stunden am Spielen, hatte meine ersten Tames zusammen, sogar die Indie Forge war fertig und meine Öfen produzierten weiterhin Metall. Alter, ich habe 3000 Metall. 3 fucking 1000, Junge. Dement ist das, was bei mir am ehesten knapp wird, denn ich muss eine komplette Base vorbauen. Heilige Makrele, Makrele, Makrele und Scheiße. Das ist heftig, aber ich fange mal an. Denn bald hatte ich genug Ressourcen zusammen. Um meinem Ziel ein Stück näher zu kommen, brauchte ich eine fertig vorgebaute Base. Und was ich damit vorhatte, das werdet ihr noch früh genug erfahren. Ich hätte gern noch die Brutstation. Ich fürchte, ich muss nochmal farmen gehen. Ich hole mir nochmal meine Wyvern und überlege, ob es das wert ist. Boah, der ist so blutig schon. Weißt du was, ich versuch's. Okay, so kann ich ihn treffen. Aber er mich nicht. Oh, Dark. Oh. Da bin ich aber schnell weg. Okay, das hat sich wahrscheinlich gelohnt. Okay, jetzt mal ich Crowdy die Wyvern weg. Bam, Primitive Stegosattel. Ich will doch nur einen Stegosattel. Alter, oh mein Gott. Ein komplett ready PvP-Kit. Cap-Flag, aber ein gar nicht mal so guter. Trotzdem, das nehme ich alles, Junge. Das war jetzt so nicht gedacht, was ich halt eigentlich wollte.
sind Electronics und ein bisschen Metall und Zement, um die Brutkammer zu machen. Sehr gut, okay. Damit steht einiges und ich muss jetzt echt was hochladen gehen. Makrele, Junge. Makrele. Die wichtigsten Dinge hatte ich natürlich wieder in den Upload verfrachtet. Und mit der frisch gelooteten Armbrust gehe ich mir jetzt ein Stego holen. Da ist er. 4-1. Oh mein Gott. Ein paar Stegos hatte ich also jetzt. Da ist er. Und was braucht man noch zum Raiden? Da sind sie. 95. Habe ich in der Tash. Habe ich in der Tito. Geil, ey. Okay, dann habe ich in Dedon auch. Sogar in extrem geilen Eventfarben. Denn es ist das Oster-Event. Und Lazolit. Jawohl. Damit habe ich eigentlich fast alles. Und kann meinen Plan beginnen, oder? Den ihr auch noch gar nicht kennt. Den ihr aber noch früh genug kennenlernen werdet. Doch bevor ich meinen tollen geheimen Masterplan in die Tat umsetzen konnte, musste ich noch meine dritte Entdeckung auf Genesis 2 machen. Alter. Ich muss hier dringend weg. Da vorne ist meine Base. Und was ist das? Und ich booste hier die ganze Zeit rum, ey. Ein richtiger Igel. Und ich glaube, den hole ich mir. Wenn ich von oben komme, muss ich nur die oberen Heavys soaken. Da gehe ich noch rein. Aber erstmal muss ich hier weg. Und ich glaube, ich habe es langsam auch alles bereit. Die Öfen gehen auch langsam aus. Crazy. Ich hatte mit der Weile so richtig viel Metal. Okay, guckt euch mal an. Guckt euch an. Da sind Turrets. Und hier sind meine Baumaterialien für die Base, die ich jetzt bauen möchte. Okay. Ah, hier müsste gleich ein Wasserfall kommen. Und genau der ist mein Zeichen. Man geht ans Flussufer und folgt der Steinformation in gerader Linie. Platziert sein Floß. Steigt auf und fährt genau geradeaus. Wie ein waschechter Seefahrer. Hier baut jemand. Fuck, das war mein Spot. Hier sind Bags. Hier war gerade jemand. Genau gerade. Wie lange ist es her? 9 Minuten. Scheiße. Der Spot, an dem ich mein Vorhaben umsetzen wollte, war belegt. Beinahe hätte ich auch noch ein bisschen Loot abstauben können. Ich war genau 9 Minuten zu spät. Jetzt musste ich improvisieren, mir einen neuen Spot suchen. Aber ich hatte da schon eine kleine Idee. Bin ich hier safe? Was, wenn der Wyvern zu meiner Base fliegt? Denn hier will ich bauen. Aber gut, vermutlich nicht, so wie ihr es denkt. Foundation hin, Foundation hin. Mein neuer Spot war sogar besser als der vorherige. Am Rand von Extinction. Wer sucht denn da schon bitte nach einer Base? Okay, ich muss einmal den Simoproctodon checken. Dann nehme ich mal ein paar Dächer mit. Zack. Crafte noch Betten und nehme das Mannequin mit. Okay, damit geht's ab für mich und den kleinen Fratzo. Let's go, Digga. Da bin ich. Und jetzt bitte nicht fragen, einfach gucken. Was mir gerade echt ein bisschen Angst macht, ist, dass ich die Wyvern da unten sehe. Das habe ich nicht bedacht, bin ich ganz ehrlich. Es gibt anders Kopfschmerzen noch. Ich sag's, eine Seite fertig. Den ganzen Tag habe ich gefarmt, nur für diesen einen Moment. Das sollte es sein. Endlich ist es soweit. Aber hier werde ich es wohl machen. Und hierfür brauche ich den Synocraptodon. Genau für diesen Part. Guckt euch das an. Ey, was mache ich hier? Guckt euch das an. Und jetzt fragt nicht, okay, es ist, was jetzt kommt, ist leider ein bisschen illegal. Genau hier wird meine Base entstehen. Gut, die muss weg. Das Teil muss hier drauf. Wie der Trick funktioniert, braucht ihr nicht zu wissen. Das Einzige, was ihr wissen müsst, ist, dass meine Base fliegt. Ist das Wahnsinn. Sauber. Das sieht für mich gut aus. Ich muss noch ein paar Sachen holen. Diese Base werde ich nach und nach jetzt einpacken und Stück für Stück umziehen. Oh, ich hoffe, mich findet keiner, ne?
Da habe ich echt ein bisschen Schiss vor. 4.500 Metal nochmal. Gut, es fehlten Wände. Ein Dedi Storage. Die Ammo-Box. Ich kaufe nochmal ein bisschen Gasolin. Oh Gott, das fühlt sich so unsafe an. Ich downloade jetzt alles Wichtige aus dem Upload, was ich zum Bauen der Base brauche. Und dann stelle ich das Ding fertig. Okay, Ark-Daten. Tresor. Das. Brutkasten. Indie. Und ab. Was eine Nummer, ey. Das glaubt mir wieder keiner. Was mache ich? Das ist das Dümmste ever. Dann baue ich jetzt mal den Laden dicht. Oder was? Hier oben eine Wand. Und hier 4 Stück. Dann habe ich für hier noch ein Tor. Und wäre geil, wenn hier... Perfekt. Genauso wie ein kleiner Balkon. An jeden Ausguck. Und dann den hier. Yes, baby. Einer so. Hier einen so. Und einen dann noch hier. Okay. Dann fangen wir mit der Base an. Brutkasten definitiv hier. Munitionskiste hier. Mit einem Dedi Storage. Den Generator hätte ich gerne hier in der Ecke. Dann kann der an. Und hier hätte ich gerne Crafting. Zuallererst mal Chembenches. Hätte ich gerne hier aufgereiht. Hier muss dann auch zugemacht werden. Und dann können hier die Vaults hin. Bam. Für mich passt das. So, sieht doch gut aus. Dann fehlt jetzt noch die Indie. Die kommt aufs Dach. Und zwar mittig zwischen die Hedgeframes. Ey, geil, Junge. Wie geil ist das? Bam. Meine Indie ballert. Leute. Ey, was mache ich hier? Gut, jetzt wird getake-allt. Und damit habe ich meine Genesis 2 Base offiziell eingesammelt und aufgegeben. Überlebendes gespawnt. Sauber. Dann kommt jetzt die Werkbank. Und jetzt kommen wir zu meinem Trick. Ich sag's mal so. Bis hierhin war alles legal. Und das Illegale kommt halt jetzt. Okay, ich versuch's. Denn jetzt zeigt sich's, ob mein Trick funktioniert hat oder ob alles umsonst ist. Oh mein Gott, mein Herz pulsiert gerade so heftig. Mein Herz pulsiert so heftig. Wenn das nicht geklappt hat, ist jetzt alles weg. Oh mein Gott. Mein Bubatz fliegt. Junge, der fliegt. Okay, die müsste ich jetzt auch alle aufheben können. Das ist die geheime Ninja-Technik, von der sie geredet haben. Ich schwör's. Und der letzte Pfeiler liegt. Und Simi Space fliegt. Alter, ne. Ich glaube es nicht. Wie krass ist das? Wie krass ist das? Oh mein Gott, Junge. Okay, die einzige Frage ist, kann ich jetzt noch bauen? Ich habe getestet und Strukturen wie Wände, Dächer, Hedgeframes oder Türen funktionieren nicht mehr, sobald man einmal den Foundation Support abgerissen hat. Crafting Stations sowie Turrets, Kühlschränke, Tresoren und alles weitere kann man allerdings noch platzieren. Okay, das ist wirklich crazy. Gibt's zu. Irgendwie ist das so richtig crazy. Die Muni kommt in die Ammo-Box. Die steht ja schon hier oben. Jetzt musste ich nur noch verkabeln. Und nehmt's mir nicht übel, aber ich hab's irgendwie so hässlich gemacht, wie es nur geht. Okay. Also das sollte ja Strom in jede Richtung sein, ne? Dann gucke ich mal, ob ich nicht noch ein paar Heavies krieg. Ein bisschen was geht echt. Das ist sehr geil. Ja, hat Verbindung. Und um es einmal klarzustellen, um eine fliegende Base zu bauen, braucht man keine Cheats oder externe Programme. Das ist so in Ark möglich. Natürlich streng verboten, illegal. Und auf den meisten Servern wird man dafür gebannt. Und da noch eins. Aber es ist ohne Hilfsmittel möglich. Das ist strong, Alter. Und wie strong das ist. Wie geil ist das? Ich komme echt nicht drauf klar. Jetzt heißt es im Grunde einfach produzieren. Oh yes, baby. Und um es auch klarzustellen, die Base fliegt zwar, hat aber einen gravierenden Schwachpunkt. Und der liegt unterhalb der Base. Zerstört man auch nur eine Struktur, eine Wand, eine Decke oder die Wand unter der Base, auf der die Konstruktion steht, fällt alles zusammen. Es wird Zeit für den ersten verkackten Stego. Im Grunde ist die Base also geraided, sobald sie jemand findet. Wo waren wir? Ach ja.
und ab. Auf Genesis 2 gab es noch etwas für mich zu tun. Es gab noch eine Base, der ich einen Besuch abstatten wollte, aber zuerst musste ich noch ein bisschen produzieren. Und hier ist ein Terminal, direkt am Anfang vom Gebiet, das ist so gut. Und ich downloade jetzt mein Dadon, die Wyvern, ich spawne in der Base. Ich frag mich halt echt, wie lange es dauert, bis mich entweder jemand findet oder einer der beiden Wyvern hier hochfliegt. Uff. Alter, das ist doch nicht normal. Oh mein Gott, ich bin so fucked. Ich bin fucked. Und auf dem Weg zu meinem nächsten Raid. Okay. Da ist mein Raid-Target. Meine Idee war ja, von hier zu kommen. Oh, was ist hier? Okay, hier kann ich auch noch drauf. Mich sieht immer noch kein Turret. Und hier kann ich reingucken. Oh yes, Repli. In die Forge. Full blown. Digga, full blown. No way, ich kann in die Base. Da ist offen. Ich kann da rein. Bruder, was? Die werden halt safe noch Internals haben. Wobei ich keine sehe, Digga. Oh mein Gott, Digga. Ich muss das nicht mal raiden. Okay, jetzt muss ich vorsichtig vorgehen. Ich weiß nicht, ob hier Turrets sind. Da ist eine Ammo-Box. Da hinten sind Eier. Ich sehe kein einziges Internal. Digga, was? Ich hüpf. Pincoded, pincoded, pincoded. Alles pincoded. Charcoal. Hey, doch, da ist ein Turret. Element. Soll ich es raustroppen oder noch nicht? Noch nicht. Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Hier ist alles pincoded. Ich muss mit C4 kommen. Oh, oh. Die waren gar nicht so lange erst hier. Die sind noch nicht lange weg. So viel Metall ist das nicht. Dann versuche ich jetzt mal wieder rauszukommen. Okay. Hier kann ich drauf, springen, springen und ab. Yo, Digga, was? Bruder, was? Okay, den Laden hole ich mir. Aber sowas von. Okay, ich nehme jetzt so ein durchmischtes Set mit. Für alle Fälle und C4. Ich nehme erstmal nur 9 C4. Für die Tresore komme ich später wieder. Ich mache jetzt erst einen Run und nehme alles mit, was mit einem C4 geblowt ist. Weil das sehen sie dann im Tri-Block. Und für die Tresore brauche ich Zeit, die hochzujagen und zu looten. Deswegen gehe ich jetzt als erstes für die schnellen Sachen. Und ab. Und hier rein. Gamma hoch. Ist jemand hier? Okay, Kühlschrank weg. Hier C4. Okay. Down, 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 down. Komm, 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 komm. Oh mein Gott, das nehme ich alles. Okay, und die Chembench. Ja, und die zweite. Okay. Betten weg. Scheiße. Da mache ich viel zu wenig Damage. Ich bringe die Fuhre weg und komme mit mehr C4. Holy shit, mein Puls geht so ab. Oh mein Gott. Ich brauche die Fridges und die Vaults. Ich könnte mit der Atro hin. Und ich glaube, das mache ich, oder? Metal, 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 Zement. Das schmeckt ganz anders. Okay, dann machen wir den aus. Ich nehme das C4. Das dauert jetzt kurz. Ich muss die einmal hier droppen zum Leveln und besatteln. Atro-Sattel und ab. Also das wird echt nie langweilig. Okay.
Vor dem muss ich aufpassen. Und jetzt gib ihm, Junge. Zack. Jetzt droppe ich auch das Element. Und was ist es? Oh mein Gott. Egal, weiter geht's. Okay, und es ist... Oh mein Gott. Gut, dann jetzt den Cryo. Jawohl, jawohl, ein Beutel. Was ist es? Oh. Okay, ich bringe die Fuhre weg und werde warten, bis ich tot bin. Okay, der Buddy müsste safe sein, ja. Nämlich der hier. Dann mache ich jetzt den Tech-Chain. Komm schon, Junge. Und der letzte Hit. Der letzte Hit. Base shined out. Verschlossen. Und auch verschlossen. Okay, weitermachen, weitermachen. Cryo Fridge als nächstes. Down. Sag nicht, der war leer. Bruder, was eine Enttäuschung. Oh, den habe ich nicht gesehen. Den habe ich nicht gesehen. Okay, 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 okay. Hier ist einer, hier ist einer, hier ist einer. Take all. Hoch mit dem Simi, hoch mit dem Simi. Und raus. Scheiß auf die Atro. Ich habe den Vault. Okay, was war drin? Sättel, 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 Sättel. Turret, das transportiere ich ab. Atro ist dead. Ich hatte keine Zeit, der war equipped. Ich dachte, ich kann sie cryon. Wäre es ein Tech-Ganger gewesen, ich hätte es versucht, aber er stand da mit Schild und equip. Fuck! Aber egal, Mann. Das war es trotzdem übel wert. Vakuum-Compartments, alles. Das war wohl einer der heftigsten Base-Design-Fehler, die ich je gesehen habe. Und natürlich habe ich einen Profit draus geschlagen. War übel worth. Zum einen habe ich jetzt noch einen Futtertrog. Da kann das dann erstmal rein. Und zum anderen habe ich mir dann noch ein paar Stegos ausgebrütet, ein bisschen Gunpowder produziert, um daraus Munition zu machen und war bereit. Boah, das nenne ich schmackhaft. Gut, die würde ich gerne oben anbringen, um erstmal die Headframes voll zu kriegen. Und hier noch eins mittig. Die Base sah gut aus. 26 Turrets. Das ist geil. Fast genauso geil, wie dass ich mich ab dann auf die Suche gemacht habe. Mein PvE und Baseball-Part der Series war zu Ende. Klar, mir fehlten noch ein paar Turrets und Munition, aber die würde ich über Zeit so oder so bekommen. Was ich jetzt also brauche, sind Raid-Ziele. Raid-Ziele und PvP. Und so bin ich ein paar Maps abgeflogen. Fuck. Ach, sowas hatte ich gesucht. Sieht echt aus, als wäre einer genau vor mir diese Route geflogen. Okay, also ich habe da sowas gefunden. Es dauerte zwar ein bisschen, aber irgendwann auf Ragnarok wurde ich fündig. Ich sehe keine Turrets. Es war nichts Großes. Trotzdem sollte ich dort bekommen, was ich gesucht hatte. Der ist unpincoded und leer. Okay. Oh yes. Und ich glaube, hier war eine Zeit lang keiner mehr. Kann das sein? Das merke ich mir. Und die blow ich. Das Pin-Coded? Ja. Velo-Eye. Guter Fund. T4 holen und rein. Aber ich fliege erst noch kurz einmal diese Seite ab. Und nachher werde ich auch safe noch in meinen Genesis-Kumpels reinschauen. Und dass die Plattform da noch war, ist ein sehr gutes Zeichen. Weil das bedeutet, dass hier keiner den Rand gescoutet hat. What, Digga? Und wieder keine Turrets? Oh, unpin-coded. Ich brauche sogar actually Holz. Eine Scheiße viel Holz. Sehr geil. Und der ist leer. Und einen Moment. Den Fleisch brauche ich auch. Vielleicht finde ich ja eine Atro. Let's go. Locker lassen, fallen lassen. Hab sie. Stell die Wyvern Abflug bereit. Okay, und dann... Hoffe ich mal, dass das klappt, ne? Der Stego hat einen Sattel, das Dädon. Oh mein Gott, hier muss ich mit dem Tühler hin. Scheiße, die waren beide leer. Ein Ei.
No way. Und es ist... Sehr, sehr nice ist es. Okay, du kommst mit. Ich zieh ab, Digga. Und ich kam mit einem Tüler im Gepäck wieder. Gut, hier haben wir 1, 2, 3, 4 Stegosättel. Und in dem Sinne, go. Ich hoffe, ich krieg mehrere gleichzeitig. Das sind doch gute Electronics. 333er. Alle weg, schnell, alle weg, alle weg, alle weg. Nächster Dad. Ganz schnell. Nächster weg. Der Tüler geht so rein. Komm, 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 komm. Mach dich. Her damit. Junge, das sind noch bessere als die, die ich hatte. Das ist legit insane gut. 1, 2, 3, 4, 5, 350er Sättel. Die konnte ich gebrauchen. Es waren sogar noch bessere als die, die ich bereits hatte. Jetzt muss ich nur noch meine Stegos leveln, heilen und ready machen. Und dann war ich bereit zum Raiden. Dank der Jungs konnte ich nochmal so richtig aufdrehen. Und der letzte Stego kann raus. Sattel drauf. 41 Level. Dann mache ich mich mal ans Heilen, ne? Jetzt war ich mit der Base zufrieden. Ich habe mich ausgelockt und bin am nächsten Tag losgezogen. Trust me, the loot is not that good. Raiding this base is a waste of time. Sie wurden geraided. LOL. Wo kommt der Bree her? Ja, er ist down. Och nee, Swarm Feather. Hallo, es hackt. Wo kommt der denn her? Zeig, was du kannst, Baby. Zeig, was du kannst. Hab dich. Okay, die haben noch einen hier. Der hat Netze. Wo ist er? Da, ich habe ihn. What? Ihn hat's übel gejoint. Okay, ich versuche ihn
grabben. Sauber, 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 sauber. Hab ihn. Okay, der nächste ist drauf. Oh mein Gott. Die Wyvern macht guten Damage. Absteigen ist gefährlich. Jawoll. Und weg mit ihm, in den Netzen. Hat er geschafft. In der Luft befreit. Da fliegt er. Er hat sich gut gelöst. Jawoll, jawoll, jawoll. Es war ein Air-Hit, okay. Das ist sauber. Einmal absteigen. Passive. Und Damage machen. Alter, was hält die aus? Down. Da steht schon einer, what the fuck? Wo ist der hin? Hab ihn. Okay. Was ein Fight, ey. Holy shit. Peitschen. Strong. Und zwei neue Fabbies. Das ist richtig sick. Zurück in meiner Base habe ich erstmal gebunkert, was ich bekommen habe. Es war guter Loot. Aber fertig war ich noch lange nicht. Ich hatte da noch was auf Crystal Isles gefunden. Jetzt kann ich auch endlich mal die Sättel testen. Gut. Mehr. Hier ist nicht mal was. Oh mein Gott. Okay, damit ziehe ich ab und fliege direkt weiter zu meinem nächsten Ziel. Ja, hier geht's. Und dann ranlaufen. Ja, das geht. Mal gucken, wie lang der Stegos macht. Ich glaube, ich muss meinen Dadon holen. Die haben gute Ammo, ey. Fuck. Eins leer, zwei leer. Ja, 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 ja. Man sieht sie ausgehen. Sauber. Sauber. Perfekt. Weiter geht's. Eins leer. Zwei leer. Drei leer. Vier leer. Fünf leer. Okay, die zwei noch. Wie viel habe ich denn dann leer? Die linke Seite fehlt noch, ne? Damit hole ich einen neuen Stego. Und dann gucken wir mal. Ich habe noch eine Idee, wo ich hin kann. Ist riskant. Bitte lande drauf. Krieg ich hier was gesoaked, ist die andere Frage, ne? Die Rechse legen Eier. Incubated. Okay, ich muss cryon und versuchen, hier wegzukommen. Da wurde ich gehittet. Gut, dann lass mich was versuchen. Watch this, watch this. Watched fucking this. Von hier kann ich soaken. Die ganze andere Seite. Jawoll. Jawoll. Die will ich. Die will ich. Ah, oh, die Stegos laufen warm. Wie nice ist das? Sauber. Sauber. Top. Digga, top. Oh, perfekt. Perfekt. Watch this. Damn, Junge, es hat sogar geklappt. Okay, geil. Okay, 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 okay. Zwei Internals. Jawohl, das noch. Damit hüpfe ich. Oh mein Gott. Oh, die Stego machen es gut. Okay, leer.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Dann gucken wir mal. Oh, yes, Bruder. Tames. Dadon, ein gutes. Stegos. Wyvern. Parasaurus. Noch mehr Stegos. Tuso. Damn sick, Bro. Deren Eier, deren komplette Rexline. Pincoded, pincoded, pincoded. Was haben wir hier? In die Forge. Damn. Jawohl, Junge. Krombach, down. Crow ich schon mal ihn. Und blow als erstes das hier. Bitte, bitte, ALB. Nichts, Digga. Hier ist noch Muni. Bisschen was konnte ich retten. Und die sind alle pincoded. Das bedeutet, ich brauche meine Artruhe. Das hier hat auch nicht geschossen. Das heißt, das hat noch Muni drin. Techrex down hat nichts. Außer Electronics. Und hier ist die Muni. Jawoll. Dann zeig dich mal. Ich nehme sogar ein bisschen Stein mit. Und Spark Powder. Perfekt. Oh yes. Und hier Muni. Erster Vault down. Und es ist der heilige Scheiß. Der zweite Vault ist down. Zweiter Vault. Oh mein Gott. Yes. Das ist perfekt. Ich habe keine Pumps und nichts. Fabbies. Finally kriege ich Waffen. Der Typ hat sich gelohnt. Aber so richtig. Und was ist es? Settle. Das hat sich so gelohnt. Wenn er jetzt noch da einen Vault voller Flak hat und Flak Blueprints, dann wäre ich dann, Junge. Jawohl. Und es ist Brust-BP, Brust-BP, Brust-Brust. Digga. Digga, ich bin durch. Ich hab's durchgespielt. Ich würde alles gerne haben. Davon, ich nehme alles mit an Rüstung. Und damit ziehe ich sowas von ab. Das war wohl der profitabelste Raid bisher. Mehrere Flak-Blueprints, Sättel, Munition und alles an Ressourcen, was ich brauche. Das ist die Ausbeute. Ist absolut wild. Jackpot. Seine Eier habe ich natürlich direkt ausgebrütet. Ich habe mal das beste Flak rausgesucht und crafte jetzt mal ein Set. Zeig mal, wie ihr rollt. 500. 580 Dura. 1000. Das ist strong. 300. Und 700. Okay. Das war durchaus sehr erfolgreich, wenn man mal so den aktuellen Stand betrachtet. Mein Rüstungsvault und Waffenvault sieht mittlerweile auch echt gut aus. Gut, dann gucken wir mal, was als nächstes ansteht. Und als nächstes war ich noch einmal auf Genesis 2. Denn die Base will ich droppen. Mehr C4 habe ich nicht mit. Naja, gut. Ich denke mal, wenn sie das sehen, das erkennen sie als zerstört. Vorhin auf Crystal Island war mir noch etwas passiert. Im Chat hat jemand gefragt, ob ihn jemand raiden kann. Wir hatten uns für 18 Uhr verabredet und ich war pünktlich auf die Minute vor Ort. Aber online war er dann irgendwie doch nicht mehr. Und sag mal, steht da einer? Hab ihn. Nehme ich. Dann hole ich mal Rockets. Was ist denn das für ein Base-Spot? Oh. Okay, down. Das läuft gut. Down. Drückt mir mal die Daumen. Neuer Versuch, neues Glück. Drin. Sauber. Einschuss auf die Bärenfalle. Jetzt habe ich Beinfreiheit. Kann mich easy peasy drehen und versuchen. Das ist weg. Okay, was haben wir jetzt hier? Hier geht ein Outlet raus. Die Spur deutet darauf hin. Schnell ein C4.
Und der Laden ist aus. Sehr, sehr gut. Pin-coded, pin-coded, pin... Nicht pin-coded. Und das war für mich der letzte Raid auf dem Server. Ich war stacked und hatte alles, was ein Solospieler brauchen kann. Inklusive einer illegalen fliegenden Base. Natürlich tue ich das, was richtig ist. Das klingt vielleicht jetzt erstmal etwas komisch, aber ich habe mich im Discord selbst reported. Natürlich unter falschem Namen, damit ich keinen YouTuber-Bonus bekomme. Aber die Admins hat es irgendwie nicht interessiert. Anstatt mich zu bannen und die Base zu wipen, wurde ich verwarnt, weil ich einen der Admins gepinkt hatte, um mich zu melden. Dann bleibt die Base eben stehen. Aber weiterspielen werde ich dort nicht. Schließlich habe ich einen unfairen Vorteil. Denn wer sucht schon nach einer fliegenden Base? Naja, ich zumindest nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Mir hat's richtig Bock gemacht. Ich hoffe, euch natürlich auch. Und das Video wurde unterstützt von mir und meinem neuen Merch. Wir haben jetzt neu eine richtig geile Jogginghose. Alle, die sie sich geholt haben und mir geschrieben haben, berichten auch nur Positives. Dazu gibt's ein unterschriebenes Poster, 200 Stück limitiert. Wenn ihr Bock habt, schlagt zu. Erster Link in der Beschreibung. Und in dem Sinne, tschüss.